Okay, bei den Namen müsst ihr eigentlich immer sehr ähnliche Sachen wissen. Ja. Und prinzipiell muss man nur ja, gar nicht so viele Dinge wirklich dafür lernen. Bei Acetaldehyd ist eigentlich sogar nett gemeint, dass Ethanal halt dabei steht. Weil Ethanal, Ethan, da kann man sich das dann schon herleiten, weil Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan sind so die, die ihr wirklich können sollte als Substituenten. Und wenn man dann Ethanal hat, dann weiß man schon, dass man CH3, also zwei Cs insgesamt hat, für Ethan halt. Und Ethanal oder halt hier auch schon angedeutet Aldehyd ist halt einfach dann der Ethan-Aldehyd oder ja. Und das kann man schon mitnehmen. Und dann ist es eigentlich schon fertig und die korrekte Struktur. Also das ist halt der Aldehyd-Teil, das ist immer eine Carbonylgruppe, so nennt man das hier, plus ein Wasserstoffatom und dann als Acetaldehyd, also Acet kommt dann von Essigsäure her, kommt man da hin. Und hier ist quasi dann die Reihe Ethanol, Ethanal und Ethansäure oder Essigsäure, ist dann auch die Oxidationsstufe eigentlich dazu. Isopropanol. Hier hat man als erstes Propanol, sollte man auf jeden Fall kennen. Da hat man einfach Propan, das bedeutet, wir haben drei Kohlenstoffatome. Ol bedeutet, wir haben ein Alkohol. Bedeutet, wir haben drei Kohlenstoffatome und irgendwie OH. Und jetzt müssen wir das Iso kennen. Das sind halt, also das wird so ein bisschen abgefragt. Es gibt quasi N-Alkohole, es gibt Iso und Teat. Mehr ist es eigentlich gar nicht. N bedeutet N-ständig, sprich es wäre also N-Propanol wäre. Moment, ich gehe einfach mal raus. Das hier einfach die lange Kette und OH dran. Iso ist dann eben die nächste Verzweigung, sprich hier bei Isopropanol hat man. Sind wir jetzt die vereinfachte Schreibweise? Also, hier ist noch eine. Hier ist ein Kohlenstoff noch dran. Drin. Also, ich weiß nicht, kennt ihr diese Schreibweise so vereinfacht oder wird das immer so ausführlich aufgeschrieben? Also, ich kenne die schon noch, ja. Ich weiß schon, was du damit gemeint hast. Okay, weil. Also, wir würden das zum Beispiel nur so schreiben, das wäre für uns Isopropanol, wäre komplett richtig. Das ist halt die Strichschreibweise, man könnte halt auch alles ausschreiben. Das ist dann die Isoform und Teatpropanol gibt es zum Beispiel gar nicht, weil für Teat, es gibt nur Teatbutyl eigentlich. Und wenn wir dann Teatbutanol haben, dann wäre es, also Butan steht dann wieder für 4, C ist 1, 2, 3, 4 sind es insgesamt und hier dann OH. Und das sind eigentlich die drei, die überhaupt mal abgefragt werden können, weil andere Arten gibt es in die Richtung gar nicht. Und hier ist, das heißt halt Tertiärbutanol. Man versteht das dann. Was Tertiär bedeutet, das ist am tertiären Kohlenstoff hängt dann die Alkoholgruppe und Tertiär bedeutet, dass eben drei andere Kohlenstoffe daran gebunden sind. Sekundär, also man könnte auch noch Iso wäre im Grunde der Sekundärpropanolalkohol oder Zweipropanol, kann man es auch noch nennen. Ja. Und N-Propanol wäre ein primärer Alkohol. Gut, Trifluoressigsäure, da muss man quasi wissen, was Essigsäure ist. Wenn wir aber schon mal wussten, was Ethanal, das habe ich schon wieder weggewischt, Ethanal ist als Aldehyd, das ist einfach nur eine Stufe weiter, dass wir wieder zwei Cs haben, jetzt aber hier die Essigsäuregruppe und jetzt müssen wir Trifluor mit hineinbringen und es gibt ja keine fünfbindigen Kohlenstoffe, deswegen kann man sich hier eigentlich schon herleiten, okay, das ist jetzt einfach die Säuregruppe und wir haben noch drei über. Und statt Protonen haben wir jetzt hier Fluore dann dran. Weil da Tri davor steht. Genau, Tri ist dann für drei. Also, ihr müsst, also Mono wird nicht genannt. Also Monofluoressigsäure wäre einfach Fluoressigsäure dann. Dann gäbe es noch Difluoressigsäure, das wäre dann einfach nur hier zwei Fluor dran und ein H und Tri ist eben dann 3 Fluor. Dasselbe könnte man auch, man könnte auch Trichlor, dann wären es einfach nur Chlore. Ja. Größere Varianz gibt es dann da eigentlich gar nicht.
Butylamin. Butyl hatten wir jetzt quasi hier schon. Also Butan, Butyl ist halt dann wieder vier Kohlenstoffatome, die wir haben. Da keinerlei Nummer oder so angegeben wird, muss es endständig sein in dem Fall. Das ist so die Konvention. Das bedeutet, wir haben 1C, 2C, 3C, 4C. Und Amin, da muss man halt die Aminogruppe kennen. Die Aminogruppe ist eine NH2-Gruppe. Und ich meine die hier einfach, also das sind alles dann H's. So. Und das ist halt die Aminogruppe dann. Das ist aber die erste jetzt Aminogruppe. Es gibt dort die sekundäre und auch die tertiäre, oder? Genau. Aber weil halt nichts dabei steht, muss es das Einfachste eigentlich sein, weil sonst müsste man irgendwie was sagen. Dann, das wäre einfach ein Butylamin, fertig. Hätten wir jetzt zum Beispiel, würde hier 2 Butylamin dran stehen oder Butyl-2-Amin, dann wäre die Gruppe an dem. Und ja, mehr geht eigentlich. Also es gibt nur an der Stelle oder 2, weil 2 ist nur 2. Gut, Benzylchlorid. Das ist auch immer eine beliebte Frage, dass irgendwas mit Benzyl drin vorkommt, weil alle, die erst an Benzyl denken, möchten quasi nur ein Benzol malen und denken, das hier wäre dann Benzylchlorid. Das hier ist aber Phenylchlorid. Weil der Körper ist der Phenylkörper und Benzyl ist relativ einfach, ein C ist hier mehr dran. Zack, und hier das Chlor. Und das wäre dann Benzylchlorid. Und meist in Chemikerklausuren wäre es zum Beispiel noch ein Ticken schwieriger. Da gibt es dann noch diese Gruppe mit einem Sauerstoff dran, das ist dann Benzoöl. Ist halt der Aufbau dieser Namensgebung. Und eigentlich, also immer wenn irgendwo Öl dran ist, heißt das halt auch, dass es der Rest ist, also das ist dann der Namensgeber. Benz ist halt die Gruppe, Benzyl, und dann das Chlorid ist einfach Chlorid, das ist Cl, das könnte aus dem Periodensystem immer bleiben. Ja, das hier ist damit die schwierigste Aufgabe eigentlich. Und hier kann man im Grunde, also muss man mehrere Sachen eigentlich sehen. Man muss einmal E gibt die Stereo an, also E und Z. Z ist immer zusammen und E ist entgegen. 1, 2 gibt die Position von dem an, was jetzt folgt. Das ist Dichlor hiervon. Und dann haben wir Prop. Und das E ist auch noch wichtig und das Prop eigentlich auch. Aber ja, wir fangen dann mit dem Prop an. Das Prop sagt uns, dass wir 3 Kohlenstoffe haben. Methan, Ethan, Propan. Kommen wir auf 3. Das bedeutet, wir können schon mal 3 Kohlenstoffe als Kette dran malen. Dann haben wir Propen, das ist, genau, Doppelbindung, die kommt dann hier hin. Und jetzt haben wir die Position 1, 2 jeweils für Dichlor. Und bei Doppelbindung, da ist es immer wichtig, dass man weiß, die machen das ganze System halt starr. Weswegen es plötzlich wichtig ist, in welcher Richtung man das Ganze ausrichtet. Und hier haben wir jetzt entgegen, das bedeutet, wir haben jetzt die 1, das 1-Chlor. Ja genau, 1-Chlor wäre jetzt hier dran und hier wäre dann noch ein H. Und entsprechend wäre dann hier das andere Chlor. So, also letztendlich fängt man eigentlich hier an. Hier haben wir unsere Methylgruppe, hier das Chlor und hier das Chlor. Das ist dann das 1,2-Dichlorpropen. Und wäre jetzt zum Beispiel hier statt einem E ein Z, in der Z-Konfiguration wäre das ganze Molekül wieder Propen im Grunde, aber jetzt hier Chlor, da Chlor, hier die CH3-Gruppe und hier das H. Fertig. Also, das wäre dann einfach nur Z. Also wenn ihr seht, es werden so auch jedes Mal ähnliche Sachen abgefragt. Es wird so ein bisschen
Wisst ihr, was eine Essigsäure, ein Aldehyd und ein Alkohol ist, wird abgefragt. Es wird mal ISO oder TERT wird abgefragt. Dann natürlich, ob ihr Ethan, Butan, Propan und so kennt. Hier wird eine Doppelbindung abgefragt und ob ihr noch Cis, Trans oder E und Z kennt. Hier wird dann bei Aromaten, ob ihr Benzyl, Phenyl auseinanderhalten könnt, getestet. Und hier Butyl, Amin, das ist eigentlich die Schwierigkeit an die Aminogruppe. Dass man so ein paar Gruppen kennt, wie Amin, Nitro, Nitril, solche Sachen. Ja. Das wär's dazu.